Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Sind Sie bereit für den zweiten Test, Madeline? Denke schon. Noch mehr Rätsel? Sozusagen. Das klingt spannend. Ich frage mich, in wie viele dieser Sachen die Assembly verwickelt ist. Ich frage mich sowieso, was der Assembly ist. Gab sogar, glaube ich, mal einen Film davon. Locked. Geschlossen. Okay. Ich muss noch mal für kleine Mädchen, bitte nicht schauen. Was? Da will ich nicht rein. Da. Okay. Hey! Ach, zum Henker noch mal. Schluss mit dem Theater. Als Wissenschaftler wissen wir, dass unsere Arbeit wichtig ist. Doch der Rest der Welt sieht das manchmal anders. Und außerhalb des Labors ist die Wahrheit nicht immer schwarz oder weiß. Ihre Aufgabe besteht darin, zu ermitteln, welche beiden Dinnergäste diesen Wissenschaftler ermordet haben. Wow, ein Wissenschaftler, der von einem Unbekannten hinterrücks erdolcht wurde. Wie feinsinnig. Wir haben festgestellt, dass Kandidaten, die Mitleid mit dem Opfer haben, eher motiviert sind, das Rätsel zu lösen. Moment mal, das alles wurde also extra für mich gemacht? Nur diese Konfiguration. Die Lösung ändert sich bei jedem Test. Nun, viele der Gäste, die Sie gleich kennenlernen werden, haben zweifelhafte Moralvorstellungen. Doch nur die Täter haben die anderen angelogen und ein glasklares Motiv. Sie müssen ermitteln, wer es war, indem Sie die Beweise in diesem Raum untersuchen. Fangen Sie damit an, dass Sie die beiden Mordwaffen aus dem Rücken des Wissenschaftlers ziehen. Sind das echte Menschen oder was? Wenn Sie glauben, einen der Mörder gefunden zu haben, rammen Sie ihm einen Dolch in den Rücken. Was? Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen, Madeline, aber Sie müssen ermitteln. Sie müssen... Ja, schon klar. Jeden Gast anhören, seine Sachen durchgehen und bei einer Lüge ertappen. Boah, Leute. Mist, mit Computern konnte ich noch nie sonderlich gut umgehen. What? Aber es geht. Wissenschaftler. Wow, die beiden schenken sich mal nichts. Landüberprüfung. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich gegen diese Art von Entwicklung bin. Dadurch würde das Habitat eines bedrohten Spezies zerstört, wie auch ein einzigartiges Mikroökosystem, das möglicherweise für jahrzehntelange medizinische Forschung gut sein könnte. Ich weiß zu schätzen, dass Sie mir heute beim Mittag die Lage umrissen haben. Die Lehrerin und ich kennen uns schon lange und ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass irgendein Klugscheißer von einem Weißkittel Sie ruiniert. Ach so, ne. Forschung gut sein könne. Ich werde an der Öffentlichkeit gehen, wenn ich muss. Das war noch das und das war das. So, nichts drin. Man weiß ja nie, was man hier so findet. Ach ja, geht's noch irgendwie? Ah, gut. Scheint so, als wären seine großartigen Pläne für ein Gebäudekomplex abgelehnt worden. Und das hat ihn ein kleines Vermögen gekostet. Okay. Wir müssen also hier ermitteln. Kunstausblick. Alles doch getürkt. Vier Flaschen Herzmedizin fehlen. Vier Flaschen Herzmedizin sind da drin. Aha, gut. Wissen wir schon, wo sie stecken. Unser Jubiläum. Weiß ich nicht. Feuerwehr. Mann, diese Madeline ist ja extrem klein, ey. Also ist die Tochter der Lehrerin gestorben und offiziell eines natürlichen Todes. Doch der Journalist klingt nicht gerade überzeugt. Okay. Streichhölzer. Uniform, Helm, Kessel. Stiefel,
Erste Hilfe Bag. Vor einem Papierkorbbrand im Büro gerettet. Für mich, was empfunden hast, musst du mir helfen. Meine Tochter ist tot, aber jetzt drohen die mir mit einer Klage. Bitte, der guten alten Zeiten wegen, du. Okay, Brandstiftung. Fotolabor. Okay, Fotos des Politikers. Die Dolche und der Tatort. Okay. Ein Interview mit dem Immobilienmagnaten. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich habe ein schwaches Herz. Ich kann nicht mal einem Taxi hinterherlaufen, geschweige denn jemanden töten. Der Ausgang öffnet sich nur dann, wenn Sie zwei Verdächtige beschuldigt haben. So langsam denke ich, dass ich an meinem ursprünglichen Plan hätte festhalten sollen. Ein Job als Lehrerin erscheint mir gerade sehr attraktiv. Ihre Tochter nehme ich an. Lehrerin, Dinner heute Abend. Ich glaube, du solltest da sein. Du bist die einzige andere Person, von der ich weiß, dass sie kommt. Und wenn es hart auf hart kommt, möchte ich, dass du das festhältst. Anonym an Lehrerin. Der gute alte Zeiten wegen, ich kümmere mich darum. Zwei Fliegen, eine Klappe. Boah, scheiße, Mann. Also ich denke mal, dieser Raum gehört ihm. Ach so, ja, okay. Du kannst nicht die Beschuldigten fragen, sondern du kannst. Okay. Ich tippe mal. Eine Halskette mit einem Silberkreuz. Also wem gehört die? Eine Halskette mit einem Silberkreuz. Also wem gehört die? Klempnerin, Lehrerin, Halskette? Hey, ich habe diese Halskette in Ihrem Abflussrohr gefunden. Ich nehme mal an, die gehört Ihnen. Lehrerin, oh Gott, sei Dank. Ich dachte schon, die ist für immer weg. Ich konnte die nirgendwo mehr finden. Die gehört meiner Tochter und ich möchte die. Und ich möchte die tragen, wenn ich im Fernsehen interviewt werde. Okay. Sie hat mir gestanden, dass sie sich an die Öffentlichkeit wenden will. Ich habe sie daran erinnert, dass sie vor Monaten eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat. Doch was soll ich machen? Eine trauernde Mutter verklagen? Küsse? Interessant. 923 oder 0923. Okay, und das ist der Professor. Ah, die Tochter der Lehrerin hat an einem experimentellen Test teilgenommen, den er durchgeführt hat. Doch diese Ergebnisse sehen nicht vielversprechend aus. Okay. Wissenschaftler-Dinner, Wissenschaftler, alle Gäste. Ich weiß, dass einige von Ihnen überlegen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich verstehe zwar Ihr Bedenken, doch ich muss Sie daran erinnern, wie bedauerlich diese wäre. Bitte kommen Sie heute Abend zum Dinner und ich werde Ihnen alles erklären. Der Wissenschaftler. Oder eben du stirbst. Was sind das da? Stuhl. Ja, das ist das. Okay, der Wissenschaftler, der ist tot. Immomagnet. Das ist die Ärztin. Das ist der Feuerwehrmann. Journalist. Ja, ich denke mal. Sehr gut, das wäre dann einer. Sie können ihn immer noch entfernen, wenn Sie es sich anders überlegen. Wo ist er denn? Politiker. Zwei Verdächtige. Wenn Sie sich sicher sind, nähern Sie sich dem Ausgang, um zu sehen, ob Sie richtig liegen. Sie können es sich aber auch immer noch anders überlegen. Nee, dieser Politiker.
Er war für mich wie ein kleiner Bruder. Ein guter Kerl, der zu seinen Grundsätzen stand. Ich habe ihn gefördert und unterstützt. Doch als die Wahrheit ans Licht kam... Tja, ich kann keine gute Arbeit leisten, wenn ich nicht im Büro bin. Und meine Wähler haben mir einen klaren Auftrag mitgegeben. Ja, den habe ich im Fernsehen gesehen, aber egal. Ich meine, überlassen wir die Wissenschaft den Eierköpfen und die echte Arbeit Leuten wie mir. Ich weiß auch so schon, wie der Hase läuft. Besten Dank auch. Okay. Natürlich war ich aufgebracht. Wer wäre das nicht? Doch ich weiß, dass die Wissenschaft unverzichtbar ist. Wie ich meinen Schülern immer sage, was zählt ist, wie sehr ihr euch bemüht, nicht ob ihr Erfolg habt. Und er hat sich wirklich sehr bemüht. Ich mache ihm keine Vorwürfe. Also sie war es garantiert nicht. Das Problem mit Wissenschaftlern ist, dass die langweilig sind. Es gibt immer nur dann eine Story, wenn etwas ein Riesenerfolg wird oder total in die Hose geht. Und wir alle wissen, welche Richtung er eingeschlagen hat. Hey, Genies wie der halten Leute wie mich am Leben. Der hat den Grips, ich die Muckis. Und zusammen retten wir Leben. Zumindest meistens. Nicht einfach, Leute. Wirklich nicht einfach. Ich kenne ihn nicht so gut, doch ich fühle mit ihm. Wir alle machen mal Fehler. Doch wenn solche Forschungen Erfolg haben, lässt sich das Leben der Patienten deutlich verbessern. Sicher, sein Ruf fällt auch auf mich und meine Kollegen zurück. Aber dennoch. Ich kannte den Typ nicht mal oder sonst jemanden hier. Keine Ahnung, warum ich überhaupt eingeladen wurde. Vielleicht musste er ja untertauchen nach all dem, was geschehen ist. Ja, doch, ich würde sagen, der Journalist und... Okay. Tut mir leid, Madeline. Das ist nicht die richtige Lösung. Nicht vergessen. Sie suchen nach Leuten, die andere angelogen und ein glasklares Motiv haben. Ein glasklares Motiv. Wer eigentlich die Lehrerin gewesen? Was der Politiker mit dem zu tun hat, weiß ich nicht. Verdammt, nachdenken, Maddie. Wessen Geschichte passt nicht zusammen? Nur eine ihrer Anschuldigungen war falsch. Sie sind auf der richtigen Spur. Der ist irgendwie so komisch. Na, am Ende haben wir es doch geschafft. Ihre Leistung wurde protokolliert. Bitte gehen Sie nun ins Wartezimmer. Also, was soll das alles? Das war nur ein Spiel? Nichts ist nur ein Spiel, Madeline. Genau das sind die Vorurteile und Vorverurteilungen, denen Wissenschaftler tagtäglich ausgesetzt sind. Das wissen Sie besser als jeder andere. Feinsinn ist nicht gerade Ihre Stärke, was? Ruhen Sie sich jetzt aus. Ihr nächster Test wird schon bald beginnen. Wo denn? Okay, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.